Da bin ich wieder. Wir waren zuletzt dabei, das Wühlpixchen zu trainieren, was ich hier habe. Und das werden wir wahrscheinlich auch weiter tun. Ich bin in Supernut schon gesprochen. Habe ich nicht. Mal guck mal einen an. Sieht so aus, als wärst du gut mit. Kannst du gut mit Pokémon umgehen. Aber wie ist deine Chemienote? Fällt mir ein. Der UI-Skill wieder. Ja. Yep. Flammschlag! Oh. Aua, das könnt ihr tun. Okay, tut nicht allzu sehr weh. Dann geht's ja. Ich dachte, Stein wäre effektiver gegen Feuer. Aber es ist anscheinend nicht. So, vorhin ist das Psycho sehr effektiv. Die ist sehr effektiv. 3000 SP, 33, sehr schön. Das ist jetzt Stahl-Elektro. Und dann wieder Flammenschlag. Oh. Anscheinend ist Feuer gegen Stahl sehr effektiv. Und dann machen wir nochmal hier Psycho. Also das nicht wollen würde, was gedacht. Och komm. Och komm, ist ja doch doof. Das ist halt dumm, dadurch habe ich XP nicht bekommen. Ach, Sepp! Dadurch hat mein Vulpix die XP für den Kill nicht bekommen, wegen Selbstzerstörung. Dass sie das so häufig einsetzen, ist ganz schön eklig. Habe ich hier schon rein? Stimmt nicht, oder? Hey, du hast den Seelenorden noch nicht, du kannst nicht vorbei. Ich gehe mal gucken, ob ich da irgendwie schon vorankomme, sinnvoll. Mit meinem Feuer-Pokémon oder 35 nicht ausreicht und ich erst irgendwie auf die 40 oder ähnliches muss. Das wäre natürlich schade. So. Ein kleiner Ratschlag. Erika benutzt den Grastypen. Das beste Verteidigung für ein guter Angriff. Für alles wäre hier Feuer gut. Komm zurück, wenn du gewonnen hast. Okay. Ich versuche mit Absicht eine Mitte durchzugehen, um schön alle Trainer mitzunehmen. Typ. Ich wette, du würdest liebend gern gegen Erika antreten. Achso, ich sehe nicht, wie ich Level hab, ne? Ich sehe nur, wie gut es funktioniert. Flammenexplosion. Das funktioniert ziemlich gut. 7000 XP. Nochmal Flammenexplosion. Aber die überleben das immer noch. Daran sehe ich, ist halt doch, obwohl auf dem gleichen Level, 90. Yep, Hex, hab ich nicht anders. Kannst du Erika besiegen? Ich würde es mal beim nächsten versuchen. Jetzt stand gerade eine Flammenwerfer. Nur wahre Männer tragen Parfüm. Okay. Das ist Psychopflanze. Hier, Flammenwerfer. Es ist tot. 8000 XP. Nochmal. Oh, jetzt habe ich Flame Boost genommen, ich Trottel. Hat sie wohl überlegt. Ah, dann kann ich jetzt mal mit Glut. Es läuft eigentlich ganz gut. Bin mir nur nicht sicher. Oh, 16000 XP. Hei. Zumindest richtig, richtig gut. Die Aroma Lady. Hier sind noch einige, sehe ich gerade. Moment. Ich gebe dir mal kurz die Beere. Mal sehen, ob es zur Verletzung kommt, dass ich die brauche. Los, Ivy! Wer ist denn Ivy? Ah, dieser Knosp. Hier, da. Flammenwerfer! Und hier halte ich direkt. Na gut, dann war das mit der Beere auch Quatsch. Sehr effektiv. Double Edge. Ist Damage by Recoil. Ich müsste theoretisch das da reichen. Hier. Glut. Wenn das Gegner-Pokémon irgendeine Attacke kann, die der Benutzer auch kann, wird es verhindert, dass diese Attacke benutzt werden. Nee. You don't want to learn prison. Okay. Oh, Mensch, Ivy.
Also bis jetzt lief es ziemlich gut. Ich habe 3 von den Vortrainern hier am Stück geplättet. Die Aroma-Lady hatten wir schon. Jetzt kommen hier noch 3, die davor stehen. Das Kampfkill Jesse. Gloom riecht so schön. Ich hab das irgendein Mirapla-Ding oder so, ja. Duflor? Duflor war die letzte Entwicklung, dachte ich. Flammenwerfer. Sicher ist sicher, damit das One-Hit ist. Ja, ist es aber nicht mal. Hat sogar noch überlebt. Krass. Aber jetzt sollte die Glut reichen. Durch die Effektivität. 14.000 XP, Level 41, Dankeschön. Dima, du kannst vorbeigehen. Magst du Blumen? Ich mag gegen Blumen kämpfen tatsächlich aktuell. Weil ich die schon verbrennen kann. Was, 8.000 XP, noch ein Flammenwerfer. 110! Super effective. 17.000 XP, Level 42. Hat aber auch noch 5 Angriffe. Das Ziel wird mit einem intensiven Explosion von alles verzehrendem Feuer angegriffen. Das kann auch Brennen verursachen. Ja, dann kriegst du das. Meine Blumen sind verbrannt. Los, Seymour! Was ist denn Seymour? Warum haben die denn alle das gleiche? Ja. Feuerexplosion! Gutes Vulpix! Rums! Nein, Seymour! So, jetzt müssen wir nochmal reingehen, was nur also ewig weit ist. Also das Hochtrainieren von Vulpix hat sich bis jetzt schon wieder gelohnt. So, Erika, guten Tag. Hallo! Ein wundervolles Wetter heute, oder? Es ist zu angenehm. Oh, entschuldige, ich muss abgeschweift sein. Willkommen, mein Name ist Erika. Ich bin der Leiter der Celadon Arena. Ich bringe außerdem ich lehre außerdem die Kunst des Blumenarrangements. Meine Pokémon sind vom Grastyp. Oh, Entschuldigung, ich hatte keine Ahnung, dass du mich herausfordern wolltest. Sehr gut, aber ich werde nicht verlieren. Bad, ich werde nicht verlieren. Ja gut, Denglisch. Denglisch OP. Reicht der Flammenwerfer hier noch? Nee. Hidden Power, not very effective. Hallo Black Dust! Willkommen zurück. Ich bin gerade bei der Pflanzenarena. Mit meinem Bullpix. Wie war denn dein Montag heute? 20.000. Feuerball! Super effective. What? Der überlebt immer noch? Der lebt noch? Der lebt noch? Ah, ist doch ein Scherz. 14.000 XP. Nochmal ein Level. Feuerball! Ist es überlebe? Ist es tot? Giftbombe. Oh. Schade. So viel zu, wenn ich das überlebe, ist es tot. Benutzen wir dich. Ja, aber du siehst, das Feuer-Pokémon ist trotzdem gestorben. Ist das effektiv, die Schnabelattacke, weil es eine Luftattacke ist? Ja, ist es, aber ich bin nicht sicher, ob ich das überlebe. Sehr schön. Ist sie effektiv, dann kann ich das hier. Grudge. Kann ich das hier schaffen. Level 36. Oh, ich wurde besiegt. Du bist erstaunlich stark.
Ich muss dir den Regenbogenorden übergeben. Jumbo. Oh, und es sieht aus, dass du nun halb durch... dass du die Hälfte geschafft hast, um die Pokémon-Liga herauszufordern. Der nächste Arena-Leiter wird noch stärker sein als ich. Aber ich denke, du kannst das schaffen. Geh nach Fuchsia City, wenn du für die Herausforderung bereit bist. Und ich habe es fast vergessen. Ich habe gehört, da ist eine Krise in Lavendelstadt, Lavendeltown. Kannst du dorthin gehen und das überprüfen? Sie ist wieder abgeschwiffen. Okay. Am Pinkeller, herzlich willkommen. Ja, ich habe gerade eben mit meinem Vulpix, leider ist der Vulpix dabei gestorben gegen die letzte Pokémon, fast die komplette Arena gekillt. Wenn der Nutzer besiegt wird, verbraucht Grudge die kompletten PP des der Gegnerattacke, das ihn ausgenockt hat. Ich will nicht besiegt werden. Das ist ja wie bei Path of Exile Cast when Dead oder Cast on Death. Das ist einfach nur ein bisschen trollig. Das ist vielleicht PvP cool, weil dann ja wahrscheinlich immer wegen Pokémon besiegt werden. Hey, wer bist denn du? Ah, nein, hier bist du wieder. Ich sehe, du wirst stärker und stärker. Was ist, wenn ich dich jetzt sofort teste? Es bist vielleicht mein Arsch, was soll denn das? Du machst eine Arena fertig und dann kommt jemand und will mit dir kämpfen? Bist du doof? Hier, Slam. Oh, du kannst Surfer. Wie stark ist denn das fucking Pikachu, Mann? Alter Schwede. Ist das stärker? Nee, das ist deutlich stärker. Das kann halt Surfer, Mann. Da habe ich gar nicht dran gedacht, das ist so dumm. Welches Pikachu kann denn Surfer? Und warum? Das macht mich einfach nur platt. Das macht mich komplett platt. Ja. Was soll das? One-Hit alles von mir. Das ist wieder so, wenn ich gewinnen soll. Der One-Hit hat das auch auf jeden Fall. Toll. Interesting Game Design. Das ist doch dumm. Also über sowas rege ich mich auf. Tut mir leid. Sachen, die man nicht vorhersehen kann. Mit Pokémon, die Attacken können, die nicht zusammenpassen und dadurch gegen die Schwächen super stark sind. Gegen die natürlichen Schwächen. Wie Boden und Stein bei Elektro. Kann sie nicht dagegen einsetzen. Ich hätte höchstens Pflanze einsetzen können, wo ich keins dabei habe, dummerweise. Ansonsten ist die Kombination einfach extrem stark. Ich sehe, du hast Erika besiegt. Ich verkaufe dir Megasauger. Ja, das hat ein Pikachu, das Surfer kann. Das ist halt blödes Design. Ich verkaufe die Mega Drain als Respekt für deinen Sieg. Ich brauche keinen Mega Drain. Das ist halt eine Pflanzenattacke. Aktuell brauche ich da keins. Okay, dann nicht, Champ. Also ich weiß nicht. Gab es da zufällig irgendwann jemand, der das besiegen konnte? Oder hat er einfach wirklich gegen das Pikachu gegen jede Schwäche was zum Entgegenarbeiten? So. Ich wollte jetzt noch kurz Pokebälle kaufen. Für den Fall, dass ich nämlich ein paar schwache Pokémon noch fangen will irgendwann mal. Finde ich wirklich dumm. So, jetzt kann ich aber hier lang, oder? Ach nee, ich brauche den Seelenorden, oder? Nee, du hast den Regenbogenorden. Du darfst durch. Sehr schön. Jetzt darf ich also hier hin. Punkt wäre jetzt Pokémon nachtrainieren. Huch. Gucken, was überhaupt ist. Sieht ja aus wie...
TM Teacher Aerial Ace. Schlechtes Pokémon dafür ausgewählt. Ausgewählt. Pikachu, du machst das. Aber naja. So, paralysiert ist es auch noch. Entladung. Zack. Und tot. Ja, wenn halt, wenn ich eine Chance gehabt hätte, weil es ein normales, sehr starkes Pikachu gewesen wäre, meinetwegen ein Pikachu, keine Ahnung, Level 55 oder so, wo man theoretisch eine Chance hat, aber das normale Pikachu attacken kann. Okay. Aber einfach nur, was ein Pikachu, das halt auch noch attacken kann, die gegen die Schwächen effektiv sind, wodurch es einfach unbesiegbar wird, halte ich für Quatsch. Ich habe irgendwie rausgefunden, dass das eigentlich hier stehen soll, wenn das jemand... Was für 15.000? Wenn jetzt jemand lernen kann? Nee, dann nicht. Für 15.000 lassen wir das mal lieber. Genau, also wenn man das halt sinnvoll besiegen könnte, okay, könnte man drüber reden, aber ansonsten... Oh. Hey, Kin! Die Straße wird gerade gebaut. Geh wieder zurück. Toll. Hätte gern eins von den Fahrrädern, darf ich mir das ausleihen? Hier geht's hoch, Moment mal, hier geht's hoch. Aber hier ist nichts. Worum geht's denn, wozu geht's denn hier hoch? Hier ist einfach nichts. Komplett nichts. Wow. Okay, hier komme ich jetzt auch nicht weiter, weil die Straße gebaut wird. Das heißt, ich muss erstmal nach Lavendeltown und mich um die Geister kümmern.